Also, hallo und herzlich willkommen im Théâtre National. Wie geht's euch? Eine Woche vor der Premiere, viel zu tun. Premierengeschenke schon besorgt? Ob es dazu kommen wird, mal sehen. Gibt's für alle ein deutsches Bier? Auch die Belgier trinken, glaube ich, lieber ihr eigenes. Mal gucken, wie jetzt so die nächste Woche verläuft, weil wir technisch einfach noch viel zu tun haben. Aber eigentlich geht es uns hier ziemlich gut. Okay. Na prima. Dann fangen wir an. Ja. Im Januar Moby Dick im Schauspiel Stuttgart, jetzt Frankenstein. Ist das euer Jahr der Menschen, die sich von Ideen hinreißen lassen und wundersamen Wesen? Ja, vielleicht ein bisschen. Kann man so sagen, ja. Von den auch ein bisschen manisch getriebenen Forschern, aber eigentlich fast auch, wie kann man sagen? Ja, Forscher sind es ja nicht so richtig, sondern eher Frankenstein und Ahab. Ich würde mal ja sagen, zwei Wahnsinnige. Ja, aber schon Visionäre oder so mit einer Vision, die irgendwie so in neue Gebiete vordringen. Was mir gerade einfällt, weil du sagst, ist, das ist so puppenbaumäßig ganz interessant eigentlich, weil Moby Dick, das hat halt viel mit Tod gerade zu tun tatsächlich. Dass bei Moby Dick waren die Figuren aus echten Knochen teilweise und eine echte Möwe, die lebendig wurde wieder. Und bei Frankenstein ist es halt auch, ist man ja teilweise so dem Tod sehr nah durch die Puppe, weil sie eben mit den Objekten Verstorbener gefüllt ist oder die sehr im Raum sind, auch bei den Proben. Und es ist, glaube ich, auch die Jagd nach dem Leviathan, also nach dem Monster, das ist dann natürlich irgendwie Moby Dick. Und hier ist es natürlich das Monster, was er selbst kreiert hat, bei uns aus diesen ganzen Erinnerungen. Das wird ja textlich sogar auch ein Thema, dass man sagt, wie man hat so eine Übermacht kreiert und was passiert denn dann mit der, wenn man sich mit der auseinandersetzen muss. Also, wieso Frankenstein? Ja, wir hatten schon lange überlegt, da dran zu arbeiten, weil es so in anderen Arbeiten immer wieder mal Thema war und gesagt habe, dieses Zusammensetzen von einem künstlichen Menschen interessiert uns einfach von den Themen, die wir bearbeiten und auch von der Ästhetik, die wir verfolgen. Und ich wusste aber nie, wie man das machen sollte. Ich dachte immer, wie stellt man das Monster denn dar? Ein verkleideter Schauspieler ist jetzt, weiß nicht, ob das das beste Monster ist. Und dann haben uns viel mit Erinnerungen beschäftigt und so kam diese Idee zu sagen, wir machen aus Objekten das Monster, wie es gerade hinter uns passiert. Ja, und das ist, glaube ich, oder wir schon öfter oder sicher so unsere Arbeiten oft so an der Schnittstelle so zwischen Leben und Tod und wie wird das belebt, bewegt und wir schon öfter darüber gesprochen haben. Und ich aber auch, oder es ist ja, also es wurde ja schon auch gemacht, das ist eine Frankenstein-Bearbeitung mit einer Figur und das liegt ja irgendwie nahe, aber irgendwie haben wir dann immer, oder man ist nicht so, wir sind nicht so weit gekommen, dass man sagt so, was muss das sein oder dass man jetzt sagt, man macht einen normalen Menschen oder eine normale Menschenpuppe, hat uns in dem Fall jetzt nicht gereicht, sondern das irgendwie musste dann, ist das auch mit dem Ort hier und dem Raum, dass es so gigantische Ausmaße hat und dass man dann wirklich sagt, man baut das aus diesen, die Komponente der Erinnerungen, der Objekte aus der Vergangenheit, die auch ja sowohl persönliche Objekte sind, positive Erinnerungen, negative und eigentlich ja auch so, sich das so zusammensetzt aus dem kollektiven Gedächtnis, da so Geschichten drin sind, belgische Geschichten, deutsche Geschichten, auch aus der ganzen europäischen Vergangenheit und dass sich das dann zu sowas Übergroßem formiert, was dann im Raum steht und was einen auch verfolgt oder wo man so vor dem Monster, was man geschaffen hat, dann so dasteht, wie man so heute so vor seiner Geschichte auch dasteht. Ich glaube, diese zeitgenössischen Themen, die ja sicher in Frankenstein drin sind, also künstliche Intelligenz oder Robotik und das hat uns eigentlich gar nicht so sehr thematisch interessiert. Ein vielmehr das Gefühl, diese Verdrängung des Todes in dem Buch, dass man sagt, diese Figur Viktor Frankenstein ist umgeben von Tod die ganze Zeit und kann das einfach nicht akzeptieren und arbeitet deshalb dagegen. Also haben wir versucht, eigentlich viel mehr was über wirklich einen Abend über den Tod zu machen, der dann irgendwie übermächtig aus diesen ganzen Erinnerungen entsteht. Ja, und deshalb war das uns irgendwie wichtig zu sagen, das ist auch so groß. Es ist so eine Macht, wenn du Erinnerungen bündelst, vielleicht auch verfälscht, zusammenmixt und daraus wird dann ja eben dieser Leviathan. Wenn man, Frankenstein ist ein Buch, wenn man das adaptiert, schaut man sich da nochmal alle Filmversionen an, Comicversionen, liest man da nochmal die Literatur, wie geht man daran? Also wir haben ja sehr lange daran gearbeitet, schon mit den Schauspielern haben wir letzten Sommer angefangen, um uns auch gemeinsam diesem Stoff anzunähern. Also dieses kollektive Schreiben, dieses Miteinander Schreiben, haben wir ganz exzessiv gemacht und gesagt, wir haben uns getroffen, es gab keine Textfassung, einen Roman gelesen,
Wir haben Texte gelesen, die für uns sich so darum gruppieren, wie Goethes Faust zum Beispiel. Und haben dann eigentlich versucht, daraus diese Collage zu erstellen. Und natürlich haben wir dann nochmal haben wir die Filme nochmal geguckt mit Boris Karloff. Wirklich total super. Also wenn man ja, versuchen, das dann so in Texte reinwachsen zu lassen. Und dann kommt natürlich die Improvisation dazu, weil diese Objekte ja eigentlich auch wie Texte sind. Also die sprechen erstmal nicht, sondern man braucht jemand, der für sie spricht. Und das sind dann die Leute, die Objekte uns gebracht haben. Und jetzt sprechen die Schauspieler dafür. Aber das ist ja fast das Prinzip des ganzen Abends, zu sagen, man macht Erinnerungen sprechend, man lässt jemand aus der Erinnerung heraustreten. Allerdings, wenn man sich die Filme ansieht, sieht Frankenstein ja immer ziemlich monstermäßig aus. Also wirklich so, wow, als das Monster, meinst du, ja. Genau, ja. Wenn man euren Frankenstein betrachtet, vor allem das Gesicht, sieht er wirklich viel menschlicher aus als sonst. War das eine Intention? Ja, ich glaube, so ein verkleideter Schauspieler als Monster, irgendwie hat mich das nicht interessiert. Robert De Niro ist ein toller Schauspieler, aber in diesem Kenneth Branagh-Film spielt der dieses Monster und der spielt halt ein Monster, wie man sich halt so ein Monster vorstellt. Irgendwie fand ich das nicht interessant. Deshalb haben wir auch so lange gezögert, also wie sieht denn so eine Kreatur aus? Und ich glaube, dieses Metaphorische da drin, das hat uns eigentlich dazu gebracht, auch zu sagen, so, was spricht denn aus dem Monster und was sind denn auch die negativen Sachen in dem Kopf? Was ist denn Hässlichkeit? Außer zu sagen, jemand hat eine verbogene Nase oder weil der zusammengeflickt ist, sondern was ist denn die Hässlichkeit dieser Erinnerung? Und da gibt es ja wirklich heftige Geschichten, die uns begegnet sind, die uns Leute erzählt haben, die die Schauspieler selbst erzählt haben und die das Sterben von Menschen mit sich bringt. Also das hat sich, finde ich, sehr über diese Produktion gelegt, eine, trotz dieses fantasievollen, romantischen Stoffes eigentlich so eine, der Versuch so einer wirklich ernsthaften und tiefen Beschäftigung mit Tod. Und beim Bau auch des Kopfes ging es nicht darum, ein Monster zu schaffen, was irgendwie so ein Monster ist, sondern das ist halt eher, also es ist monströs, weil es so groß ist und weil es mit diesen Erinnerungen gefüllt ist, aber dass man nicht, also dass man eher, es hat es tatsächlich ein bisschen, hat sich beim Bau so entwickelt, dass es sich ein bisschen orientiert so an so Expressionismus mit so ein bisschen sowas Stummfilmhaftes hat es da so drin mit den geraden Linien und den Flächen, aber das will jetzt nicht sagen, und ich glaube, das ist so groß, man muss nicht noch das unterstreichen, dass das ein Monster ist. Ich finde es super, eigentlich zu sagen, statt Monster, monströs. Ja. Also was ist, das Monster ist, finde ich, so dann auch ein bisschen abgehalftert, aber das Monströse ist doch in unserer Zeit, ja, finde ich, was total Interessantes. Was hat man kreiert, auch durch Verdrängung, und das, finde ich, wird ja total Thema im zweiten Teil des Abends, dass man sagt, was hat der Frankenstein denn eigentlich alles da reingepackt, was man aber jetzt nicht permanent erinnern will, und dass das eigentlich nach ihm greift und letztendlich auch zerstört. Und das Ende des ganzen Stückes geht ja dann eigentlich ums Vergessen, dass man sagt, er will, also was ist sozusagen das Gegenteil dann von Erinnern, nämlich das Vergessen. Das ist aber dann auch ein totales, also Frankenstein ist irgendwie auch ein Fanatiker. Im Stück geht es um Literatur, Physik, Philosophie, da ist alles drin. Geht es darum, zu sagen, herauszufinden, was die Menschen im Inneren zusammenhält? Ja, also ich glaube, wir wollen immer ein totales Theater machen. Also Theater mit, was immer von der ganzen Welt erzählt, das ist schon unser Ziel. Und dass man Kosmos auf die Bühne bringt, was, ja, eine ganze Welt. An mehreren Stellen gestern Abend sagt ihr, dass große Werke entstehen durch Trauer, durch Chaos. Hm. Heißt das, Strahlemaxe und Optimisten können sowas nicht? Wenn nicht, schmeiße ich meinen Optimismus sofort in eine Biotonne. Nee. Das ist vor allem nicht mein Glaube. Das wird natürlich gesagt, weil ich das denke, dass es zu Frankenstein passt, zu der Figur. Ich denke das nicht. Ich denke, dass Kunst was mit Trauer, ja, oft zu tun hat und wir uns in fast jeder Arbeit irgendwie mit dem Sterben und mit Tod beschäftigen, was ich finde, in der Gesellschaft wirklich wenig Platz hat, außer es trifft einen, und es trifft ja jeden wirklich nicht oft, aber es wird einem begegnen, das ist wirklich sicher. Und deshalb in dieser Beschäftigung, ja, manchmal ist es uns auch wirklich selbst sehr schwer gefallen, die Traurigkeit von manchen Geschichten irgendwie, ja, zu akzeptieren, finde ich, zeigt ja einem auch ein bisschen selbst die eigenen Grenzen, die man hat. Und da, finde ich, Religion in unserer Gesellschaft hier nicht mehr so eine große Rolle spielt, finde ich, ist das wie so ein unbeackertes Feld. Und ich glaube da dann eigentlich nur noch an die Kunst. Das ist eigentlich, man geht nicht mehr in eine Kirche, um an was zu glauben, aber hier setzen sich irgendwie 700 Leute und glauben alle, eine Puppe ist lebendig. Also ich finde das schon, den gemeinschaftlichen Vorgang, der interessiert mich.
was ja oft bei den Figuren mit einer Geburt beginnt oder mit einem Lebendigwerden von toter Materie und dann meistens ja auch damit endet wieder, dass man das Leben auch aushaucht. Also es ist ja die Geschichte dieser Kreatur und die erste Szene ist ja, das ist ein Baby. Also der ist zwar 8 Meter groß, aber eigentlich kommt der sozusagen auf die Welt und am Ende verlässt er die Welt wieder. Also das haben wir, glaube ich, das ist ganz oft ein Thema unserer Arbeiten, auch durch die Puppen, dadurch, dass sie ja wirklich tot sind. Wenn man sie nicht anfasst und nicht bespielt und nicht lebendig macht, dass sie wirklich dann auch keine Emotionen haben, sondern sie das tatsächlich durch den Spieler und durch den Zuschauer bekommen. Der Zuschauer, der das dann irgendwie da reinlesen muss, weil das Holz kann nicht weinen. Das müssen die Zuschauer dann eigentlich übernehmen. Das Holz kann nicht weinen, aber Frankenstein hat einen sehr traurigen, hoffnungslosen Ausdruck. Ja. Fand ich. Ja, das, ja gestern... Was findest du? Also ist es nur traurig? Ich fand, der sah sehr einsam aus. Ja, aha. Aber ich finde, das hat gestern jemand gut beschrieben, dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine Mischung zwischen Melancholie und Gewalt. Zwischen Melancholie und Brutalität. Einfach durch diese Traurigkeit und Einsamkeit, aber durch diese Tonne Gewicht, die dieses Ding mit sich rumschleppt und auch irgendwie durch diese Geschichten und durch diese Deformation, dass man sagt, der hat auch eine Riesenverdrängung, die er vielleicht auch selbst gar nicht kennt. Und Zerstörungskraft. Na, er sieht aus, als hätte er die ganze Nacht in Kummer gebadet. In Kummer gebadet, als hätte er die ganze Last auf seinen Schultern. Ja, es ist ja auch ein bisschen so, wenn man sagt, man ist beladen mit diesen ganzen Geschichten. Das haben wir dann ja auch versucht zu sagen, diese negativen Geschichten, die so im Hinterkopf sind, zu sagen, was kommt alles noch aus dem Hinterstübchen raus, womit Frankenstein da eigentlich agiert hat und das vielleicht auch gar nicht so richtig wusste. Ging uns auch oft so bei den Proben, dass man sagt, so, was machen wir eigentlich? War das eigentlich übergriffig, Menschen nach diesen Gegenständen, nach Geschichten zu fragen? Und habt auch Leute gegeben, die haben gesagt, sie wollen ihre Gegenstände zurückhaben. Reden wir doch mal darüber, woraus die Puppe im Grunde besteht. Vielleicht können wir uns dazu ein bisschen mehr sagen. Nee, also woraus sie besteht? Sie besteht ja aus Wertstoffen, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, und aus Erinnerungsstücken, die Einwohner abgegeben haben. Mhm. Okay, wie war das denn? Die Leute hier einfach angekommen, haben ihren Schuh abgegeben, einen alten Kochtopf und haben dann aus dem Nähkästchen geplaudert? Bisschen. Na, wir haben, ich glaube, was erstmal besonders war, wir haben schon so eine Situation versucht zu schaffen, also dass man wie so einen Raum gebaut hat, in dem man sehen konnte, was ist der Plan, dass man mit einem Modell eines Riesen, einer Skizze und dass man so die Leute in so eine Atmosphäre gebracht hat, dass man so ins Gespräch kommt, dass man so einen persönlichen Zugang als Spieler zu ihnen gefunden hat. Jeder von uns hat ja auch erstmal Dinge, ein Objekt mitgebracht, was ja auch, wo man einfach merkt, das war immer sehr persönlich, ne? Das, wenn man was von sich erzählt oder von jemandem, den man kannte. Und ich glaube, dass man so eine Atmosphäre geschaffen hat, wo Leute auch teilweise wirklich lange geblieben sind und gesprochen haben. Und das war irgendwie schon auch eine sehr besondere Stimmung, weil das so einen Raum aufgemacht hat, über vergangene Dinge oder über vergangene Menschen zu sprechen, über die auch durch dieses Objekt irgendwie wieder lebendig wurden oder dadurch wieder so in den Raum gekommen sind. Ja, durch das Erzählen eigentlich werden, lebendig werden. Ja. Und wir haben erstmal bei uns selbst angefangen mit den Geschichten. Also zu sagen, wir erzählen uns Sachen. Was ja tatsächlich interessant ist, dass ja, oder mit dem Ableben einer Person ja so ein Objekt oft wertlos wird und irgendwie... Ja, oder so einen nostalgischen Wert hat, dass man jetzt sagt so, man hängt da dran, es gibt ganz viel, steht da, man mag es eigentlich nicht, aber man kann das auch jetzt nicht wegtun, weil es ist ja von Oma Erna... Und das hatten ganz viele Leute, haben uns tolle Sachen gebracht, die kamen und gesagt, es ist wahnsinnig hässlich. Aber meine Mutter war eine tolle Frau und sie hat immer ihre Stifte da reingelegt, in diese Muschel. Und deshalb möchte ich euch diese Muschel geben. Und wir haben halt versucht, möglichst viele Gegenstände in unser Stück einzubauen. Also wir haben gesagt, wir versuchen Frankenstein mit diesen Gegenständen zu erzählen und das Monster draus zu bauen. Also die Gegenstände schreiben eigentlich die Geschichte und sie schreiben eigentlich auch das Monster. Gab es Geschichten, die euch besonders berührt haben? Ja, also persönliche von den Schauspielern auf jeden Fall. Ich habe auch dieses Faustbuch, was ein deutsches Buch ist, aus dem Schützengrabenlektüre eigentlich. Der Speer aus dem Kongo, der irgendwie nach Belgien gekommen ist und im Kongo Elefanten getötet hat und eine Krankenschwester verletzt, an diesen Geschichten hängen. Manchmal hängt an einer Geschichte auch Geschichte. Und das finde ich eigentlich so mit Alexander Kluge gedacht eigentlich total interessant zu sagen, diese Verknüpfung von dem wirklich ganz individuellen, persönlichen, emotionalen zu einem weltgeschichtlichen Moment, aber wirklich nur eine Momentaufnahme und jetzt keiner kompletten Chronologie, aber diese Querschüsse durch Geschichte und durch menschliche Biografien durch, damit haben wir eigentlich gearbeitet. Die Leute
also erstmal haben wir angefangen, dann haben wir Leute eingeladen, dann hat sich das rumgesprochen, weil Leute erst schon so skeptisch waren, so, was wollen die damit? Meine persönliche Geschichte und das immer sozusagen sehr dialogisch war und wir auch den Leuten gesagt haben, wir benutzen das und die Leute auch damit einverstanden waren, es zu benutzen. In dem Riesen. Im Stück werden 3 Sprachen gesprochen, sogar 4 an einem Mal, ja, genau. Hat das was mit Brüssel zu tun oder kam ich die Idee hier oder war das von Anfang an klar? Ich glaube, wir als deutsches Team oder größtenteils deutsches Team, die eine Arbeit in Belgien, in Brüssel machen, in der Hauptstadt Europas, warum sollten wir jetzt hier ein deutschsprachiges Stück machen? Das können wir auch in Deutschland machen. Ich finde dieses miteinander kommunizieren, diese sich treffen, also sich austauschen, aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommt und zu sehen, wie schwer das ist und zu versuchen, daraus ein Stück zu schreiben, was es noch gar nicht gibt. Aber was für eine Riesenbereicherung das ist, nicht immer nur ausschließlich in seiner Perspektive, seiner Sprache zu arbeiten, finde ich, ist wahnsinnig, ein wahnsinniges Geschenk, dass wir das hier auch in der Dimension mit so einem großen Ensemble, internationalen Ensemble machen können. Das ist ja auch verrückt, da sagt einer was auf Französisch, der andere beantwortet auf Deutsch, da ist mal wieder alles miteinander. Das ist für die Ohren ganz interessant. Ist auch für den Kopf ganz interessant. Für den Kopf sehr, ja. Tages in 3 Sprachen immer zu denken. Hat euch die Stadt irgendwie noch anderweitig beeinflusst? Sehr, also ich finde so denn dieses Sprach und das Chaos, ja, ich finde Brüssel auch chaotisch, aber wahnsinnig. Siehst du hast aus dem Chaos herauskreiert. Ja, das Chaos und die. Ja, die Energie, die da drin wohnt, aber dann doch auch diese Reibungsflächen, finde ich, die man in der Gesellschaft hier spürt. Irgendwie die Wallonen, die Flamen, die Zugewanderten, diese Menschen aus der EU, dann die Deutschsprachigen. Und ich finde, man spürt so in der Stadt, dass es so aneinander reibt, dass die Leute sich treffen. Aber und an diesen Flächen, finde ich, entsteht irgendwie Energie. Und die, finde ich, nimmt man auch sofort mit auf die Bühne. Michael, du hast die Puppen kreiert, kommt man sich da manchmal ein bisschen vor wie Viktor Frankenstein? Definitiv. Auch weil es einfach, letztes Wochenende kam ich zurück und habe wieder wie 2 Nächte fast durchgearbeitet und ich glaube, es ist ja voll. Man steht da vor seinem, bisschen vor der eigenen Kreatur und man reibt sich irgendwie an den Stücken, an dem Text, an den Inhalten, an der irrsinnigen Aufgabe. Wir haben einmal so einen Riesen uns rangetastet, der war 4 Meter groß und jetzt merkt man bei fast 7 Metern, es ist einfach eine logistische Dimension, wo sich einfach die Frage stellt, wie bearbeitet man das Material, wie denkt man den Kopf so groß, wie denkt man die Mechanismen und das ist eben auch so eine Zusammenarbeit mit, weil eigentlich der Riese ja das Bühnenbild ist, das haben wir das mit Julia Kurz, mit der Bühnenbildnerin zusammen entwickelt, entworfen und sie hat so die Körperkonstruktion gemacht. Ich habe die eigentlich alles, was geschnitzt ist, so die Hände, Füße gemacht und mit den Ateliers hier zusammen, mit den Technikern, mit den Konstrukteuren, die diese Obermaschinerie gebaut haben. Es ist schon so ein wirklich ein gemeinsames Projekt, wo wir eigentlich auch gesagt haben, jeder ist da Frankenstein, weil jeder da einfach sehr viel reingibt und die Techniker sind genauso Frankenstein dafür. Und es ist schon auch so, man gibt das dann aus der Hand und es ist schon jedes Mal ein krasser Moment, wenn man auf einmal merkt, dass das dann vor einem steht auf einmal und atmet und jetzt im Raum ist. Als sie dann zum ersten Mal hochgefahren wurde, hast du dir gedacht, meine Güte, was haben wir da fabriziert? Ich hab's oft gedacht, was haben wir getan? Ja, warum haben wir es getan? Ja, wieso 7 Meter? Warum nicht 4, 5? Ja, ja. Michael, du spielst selbst und du spielst mit den Marionetten. Ist das schwer zu koordinieren? Also es ist schon eine Aufgabe dafür, dass wir arbeiten ja meistens so an der Schnittstelle zwischen Schauspiel und Puppenspiel und dadurch, dass wir von vornherein damit proben, dass wir eigentlich innerhalb des Ensembles auch jeder alles macht und jeder spielt die Puppe zwischendurch und jeder macht das, ist das von Anfang an eigentlich so zusammengedacht, dass man sich jetzt beim Spielen das gar nicht mehr so fragt, was man, ob ich jetzt spiele oder die Puppe, weil das so ineinander fließt und das ist ja auch so unsere, dass man so wie in diesem Probenzeitraum wie so eine Kompanie gründet, in der dann jeder Puppen spielt und jeder alles macht. Aber alles zusammen, es ist schon manchmal schizophren mit Puppenspielen, Selbstspielen, Riesenspielen, das alles in 3 Sprachen. Also ein bisschen der frankensteinische Wahnsinn,
steckt da schon drin. Aber gibt es etwas, was Puppen auf die Bühne bringen, was ein Schauspieler nicht kann? Ja, definitiv. Mal abgesehen von ihrer Leichtfüßigkeit. Ich glaube, oder Schwerfälligkeit oder in diesem Fall. Ich glaube, dass Puppen den Vorteil haben, dass sie eben nichts spielen. Also William ist ein kleines Kind, das muss kein Schauspieler spielen. Das Monster ist ein 7 Meter großes Monster. Kein Schauspieler muss spielen, dass er ein Monster ist. Und ich glaube, dass man über die Puppen, über diesen Verfremdungseffekt, eigentlich oft viel näher so einen Kern, auch einen inhaltlichen und emotionalen Kern erreicht, weil eine Puppe kann hervorragend Dinge authentisch tun. Also eine Puppe kann lebendig werden, sie kann geboren werden, sie kann sterben. Und wir merken immer wieder, dass Zuschauer sehr emotional auf Puppen reagieren, weil es eben so ein bisschen wie ein unvollständiges Gemälde ist, in dem es ist eben ein totes Stück Holz und es wird nur bei dem Zuschauer lebendig und deshalb liegen die Emotionen, projiziert der Zuschauer die Emotionen in die Figur rein und die Emotionen sind eigentlich bei dem Zuschauer. Was sie natürlich nicht gut können, ist zum Beispiel so einen langen Monolog, hatten wir auch schon, aber ich finde dieses Treffen von Schauspieler und Puppe eigentlich das, was unsere Arbeit charakterisiert, dass wir machen ja kein Puppentheater, kein klassisches Puppentheater mit versteckten Leuten, sondern der Vorgang zu sagen, ich nehme etwas, ich bespiele es und dann lege ich es auch wieder weg, wie ich spiele das Bein des Riesen, dann spiele ich jemand anderes und bin beides gleichzeitig, das macht eigentlich so unsere Arbeitsweise aus. Letzte Frage, eine meiner Lieblingsfragen. Gibt es einen Satz, den ihr besonders mögt in dem Text? Oder zwei Sätze oder ein Gedanke? Ich mag, wenn das Monster atmet. Das ist stimmt. Das ist ein genialer Moment. Also, c'est minuscule. Das ist mein Lieblingssatz auf Französisch. C'est minuscule. Das erklären und dann, dass es noch größer gebaut werden müsste. Ich glaube, ich mag es einfach total, dass es auch so textmäßig so ein Konglomerat ist. Also das wirklich so alles, also dass auch Goethe drin ist, dass ich liebe diesen Heiner Müller Text total drin, dass von der Befreiung blieb eine Narbe. Das ist mein Lieblingssatz. Das ist auch eigentlich meiner. Gefunden. Da habe ich gestern sogar eine Träne vergossen. Ja? Das gebe ich gerne zu. Wirklich? Ja. Zweimal habe ich gestern geheult. Das passiert mir nie. Das schneide ich auch. Wir tun unser Bestes. Ja, das habt ihr gestern definitiv. Nächste Woche ist also Premiere. Worauf seid ihr gespannt? Ich bin gespannt, ob der Riese aufsteht. Schon auf die Menschen, die kommen und dann Teil des Kunstwerks auch werden. Nämlich auf die Bühne zu gehen und irgendwie ein Teil dieses Museums zu werden und dann das anzugucken. Das Monster mitlebendig zu machen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es sein wird, die Menschen wiederzutreffen, die uns die Objekte und die Ideen gebracht haben und ja irgendwie dadurch auch so Teil des Frankenstein-Kosmos gekommen sind und eigentlich ja jeder auch da eine persönliche Aktie in dem Monster hat. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß diese Woche. Toi, toi, toi. Ich kann jedem Zuschauer noch raten, sich einen Helikopter zu schnappen, vom Präsidenten oder von der Bundeskanzlerin und hierher zu fliegen. Merci. Und dann alles Gute. Merci. Dankeschön. Danke.